Ja, hallo, hier ist Jaffe Marianne, ich bin Coach in Büttel. Was ist los, Mona? Komm. Ja, hallo, mein Name ist Jaffe Marianne, ich bin Coach in Berlin und heute geht es weiter mit dieser Serie von Videos für die Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Heute geht es um Formen des Wahns und ich werde in diesem Film, in diesem Video erklären, wer mein Vater ist. Bis dann. Wann? Bei wann finden wir Formen des Wahns und Wahnthemen? In diesem Video geht es um Formen des Wahns. In einem extra Video werde ich über Wahnthemen sprechen. Wahnstimmung. Die Wahnstimmung ist ein unspezifisches Gefühl des Kranken, dass etwas in der Luft liegt, dass etwas mit ihm passieren wird. Der Patient ist sehr sensibel gegenüber äußeren Reizen, so eine Art Wahrwahrnehmung. Und in diese Wahrwahrnehmung werden diese äußeren Reize einfach verkannt. Die Wahnstimmung führt zu Ängstlichkeit, Fassungslosigkeit und Verzweiflung. Wahneinfall. Der Wahneinfall ist eine wahnhafte Überzeugung, die plötzlich ohne Stimulus aufkommt. Damit ist der Wahneinfall mit keinem Sinneskolorat verbunden. Beispiel: Während des Frühstücks wurde ich mir klar, dass ich die Welt retten muss. Gut, das denke ich jedes Mal, aber. Bei der Wahnwahrnehmung ist es so, dass bestimmte reale, richtige, objektive Sachen bekommen eine völlig abnorme Bedeutung. Als Beispiel, das Lächeln der Verkäuferin zeigte mir, dass etwas Schlimmes passieren wird. Bei Erklärungswahn, psychotische Symptome, beispielsweise wenn man Stimmen hört, werden durch eine wahnhafte Überzeugung erklärt. Das dient auch zur Erklärung von psychotischen Symptomen wie Halluzinationen. Als Beispiel, mein Untermieter telepathiert mir Gedanken in den Kopf. Bei Wahnerinnerung, das sind alte Ereignisse, die in Zeiten passiert sind, wo man gesund war, werden aber jetzt wahnhaft umgedeutet. Als Beispiel, als Kind hatte ich eine Gabel, auf der eine Krone eingraviert war. Jetzt habe ich die Bedeutung begriffen, dass ich nämlich in Wirklichkeit fürstlicher Abstammung bin. Tja, wenn ich so recht überlege. Wahnhafte Personenverkennung. Hier werden Personen, die dem Patienten eigentlich bekannt sein sollten, irgendwie wahnhaft als andere Personen verkannt, zum Beispiel der Vater als verteufelte Horrorgestalt.